Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wie ihr schon seht, wir sind in der Class 37 und wir von den FUDEX, also ein Fußball-Sonderzug, und zwar auf der Wooted in der BR Blue Edition. Und ich habe euch immer die Beschreibung hier drauf gelegt. Wir sollen als erstes mal die Bremse auf die Vakuumbremse verändern und schauen, dass wir die Bremse anzogen haben. Zugbremse habe ich schon anzogen. Die Zugbremse, die Lokbremse, damit der Zug nicht gleich nach hinten wegrollt. Die Station, wo wir jetzt gerade sind, die wird eigentlich de facto nicht mehr genutzt, außer für solche Specials. Und es steht auch drin, dass für Enthusiasten diese Services auch immer ganz interessant waren, weil man da Loks teilweise gesehen hat, die man sonst nicht wirklich sehen würde. Ja. Und Woodhead allein, wie wir wissen, ist ja mittlerweile schon geschlossen. Eventuell wollen sie es ja wieder aufmachen, mal sehen. Hier ist es auch kurz vor der Closure und wir fahren von Wetzli bis nach Guidebridge. Das sind glaube ich so knapp 35 Meilen und ich würde sagen, wir lassen die Leute erstmal einsteigen. Die Polizei schaut auch, dass sie alle einsteigen und dann werden wir die Lok erstmal vorbereiten. Und dann gehen wir jetzt mal raus aus dem Pausemodus. So, lassen wir uns mal einsteigen. Ich werde das erstmal mit der Bremse machen. So. Auf die Vakuumbremse ändern. Haben wir gemacht. Gut. Gehen wir wieder zurück. Schalten. ABS ein. Und das Cap. Und warum geht das Richtungswender nicht? Achso, weil ich den Schlüssel vergessen habe. Die Schlammeier. So, und jetzt. Müssen wir warten, bis wir Saft auf der Leitung haben. Währenddessen machen wir hier schon mal die Lichter an. Und schauen wir mal kurz nach draußen, ob das gut aussieht. Ja, wahnsinnig hell sind sie nicht, aber sie sind jetzt an. Und was für eine schöne Look. So, das Interface machen wir jetzt mal wieder klein. Das brauche ich nicht so groß. Das ist einfach eine meiner Lieblingsklassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Brauche ich sehr gern, klingt gut. Oh, also neben der Class 40. Die auch. Und ist natürlich die Armstrong Powerhouse Edition, genauso wie die Wagen von Armstrong Powerhouse. Sind einfach viel, viel schöner, muss ich sagen. Haben auch eine wunderbare Innenansicht. Und zum Beispiel First Class mit Durchgang. Ich weiß nicht, ob es noch mehr hat. Ne, sind alle so. Ja, gut. Aber echt schön, muss ich schon sagen. Würde ich ganz selber mal mitfahren, mit so einem. So, wir schauen jetzt mal in die Lok, ob wir theoretisch vorbereitet sind. Ja, sind wir. Gut, dann kann es auch gleich mal losgehen hier. Ja, besides that, ich habe endlich mal die 32-Bit-Version von meinem Train-Simulator wieder zum Laufen gekriegt. Das war ganz schön ein Hassle. Jetzt hat es funktioniert und ich habe auch den neuen Fastload-Patch drauf, beziehungsweise die Option an. Und ich sag's euch, die Strecken laden jetzt viel, 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 viel schneller. Also sucht auf alle Fälle mal im offiziellen Forum nach dem Fastload und nutzt es. Aber warum fahren wir nicht? Also werden wir nicht. Wollte ich jetzt nicht. So ein schöner Motor. Ich liebe ihn. Abfahrt. Gehen wir nach draußen. Hier klingt so gut. Ja, jedenfalls sucht nach dem Fastload. Also es kann bis zu 70% schneller geladen werden, also die ganzen Szenarien und Strecken. Also zum Beispiel die WCM South hat ja ewig lang gebraucht zum Laden. Kann ich nur empfehlen. So, gehen wir mal wieder nach drinnen. Bin mal gespannt, was es da an KI-Verkehr gibt. Ich fahre das Szenario jetzt auch so zum ersten Mal.
gibt's natürlich wie immer auf Alan Thompson, da habe ich mir das geholt. Einfach eine super Seite für richtig gute Szenarien. Aber ich glaube, die Lok ist verdreht. Weil das sollte eigentlich das eigentliche Fort sein. Ah, das ist so schön modelliert. Gefällt. Oh. Aber jetzt ganz schön zum Arbeiten. Noch ein paar Coaches da hinten dran. Naja, jetzt mit 32 Bit, weil ich mal schauen, ob ich das auch aufnehmen kann, ohne dass man abschmiert. Weil ich will unbedingt wieder die Class 40 fahren, ohne den Soundbalken. Den hat es nur in 32 Bit. Das wird auf alle Fälle eins der nächsten Videos sein, dass wir mit der Class 40 fahren. Ja, der ein bisschen mehr Schmack ist als die Class 47 hier. Wie wir hier sehen, steht hier nichts. Entweder weil es eh schon nicht mehr genutzt werden oder weil derjenige, der das Szenario gebaut hat, ein bisschen faul war. Oh ja, machen wir. Fenster auf. Hör mal ein bisschen Motor. Und da auch. Boah, die Wood-Headline jetzt gar nicht so oft, wobei sie eigentlich von der Landschaft ja wirklich schön ist. Ich meine, die original Wood-Headline, die ist ja schon uralt. Die gibt es ja schon ewig im Train Simulator. Wenn man sagt, Zeitreisen, ja, 3/4 Stunde ungefähr werden wir unterwegs sein, ne? Ja. Ja, und neuen Rechner habe ich mir auch heute gekauft. Wird morgen verschickt, kommt eventuell am Samstag an oder am Montag spätestens. Also heute ist Donnerstag bei mir, wo ich jetzt gerade das aufnehme. Und hat einen aktuellen Intel-Prozessor, 12 Kerner und eine RTX 3070. 2800 Steine kostet der Rechner, aber auf die RTX bin ich schon ziemlich sicher. Vor allem bin ich dann, hoffe ich dann, dass das Rendern viel schneller geht von den Videos und ich will RTX Voice haben. Also mit dem Noise Cancelling, was sie damit anbieten. Es ist hammergeil. Und klar werde ich mein das ein oder andere Spiel mit Raytracing ausprobieren. Aber meine Hauptspiele so wie das da, die können von Raytracing nur träumen. Also höchstens vielleicht was für Train Sim World. Weiß gar nicht, ob sie das unterstützen. Aber da glaube ich, wird es ziemlich geil aussehen. Ich glaube, der ganze Zugverband ist irgendwie gedreht. Das sieht mir auch schon ein bisschen geschlossen aus. Ah, da war eine schöne Lok. Oh, er steht gerade voll im Gas, ne? Und Wuthead. Also zumindest die Zuglinie ist ja jetzt nicht gerade die flachste. Aber hat ein paar schöne Viadukte. Ich frag mich, ob man durch den Tunnel fahren. Wenn die Strecke so bekannt ist. Oh, mein Track View. Also das andere ist schon gut. Man sieht halt jetzt gerade nicht so viel, ne? Andere Ansichten? Ne, das schaut nicht so aus. Schauen wir wieder nach vorne. Wenn es mich nicht täuscht, war Wuthead auf 15.000 Kilowolt. Das war für sich, glaube ich, was eigenes, weil die WCML und so weiter, das sind ja auf einer ganz anderen Spannung gefahren.
wüsste jetzt auch gar nicht aus dem Stegreif, wie viel Saft wir bei unseren Leitungen hier haben. Das sind so Zahlen, die merke ich mir niemals. Wenn jemand weiß, ab in die Kommentare rein, ne? Und natürlich generell, wie es euch gefällt, wie ich es so mache. Ja, bin eigentlich meistens nicht so der große Quatscher, wenn ich am Zug gefahren bin. Die würde ich gerne schon mal sehen und auch hören. Bin ja Gott sei Dank noch einige unterwegs, weil ich meine, die sind ziemlich zuverlässig gewesen. Und bin auch heute nach wie vor gewisse Strecken im Regelbetrieb. Und auch Fracht natürlich. Ich glaube Network Rail, das war das Szenario, was ich vorher gefahren habe, hatten auch einige Class für die Sevens. Shit, wie heißt der eines? Irgendwo in Norwich hat es ja noch diesen einen Service, wo jeweils zwei Class 47s fahren mit vier Coaches. Wie heißen die denn? Network South East? Nee. Nee, fällt mir gar nicht ein. Nur mit so einer blauen Lackierung. Also, nicht dem Blau, sondern einen viel intensiveren mit Schwarz dabei. Lass mal so Custom View hier. Und zwar stellen wir uns da mal auf den Bahnhof, der schon am Abbauen ist hier. Schade eigentlich, ne? So eine riesen Strecke und dann haben sie es. Müssen sie sticken lassen. Da ist noch ein kleiner Yard da hinten. Oh, aber was haben wir denn hier vorne? Hier genau das gleiche Bild, mittlerweile überall. Ich glaube, in der Originalfassung. Also von der Strecke ist das alles noch nicht so bewachsen. Und wieder Screenshot-Time hier. Wenn sie denn kommt. Ja, und eben, ne? Da müssen wir halt noch sagen, ob ihr das öfter haben wollt, dass ihr so Auslandsichten macht oder eher im Cap bleiben soll. Ah, dann führt er statt. Ja, dann sag ich, dann probier jetzt mal Cap. Das ist aber ein schmaler Tunnel hier. Also da kommt ein 30er auf uns zu. Da werden wir doch garantiert einen Alarm kriegen. Frag mich wieso. Eventuell kommen wir auf ein Sighting, damit uns jemand überholen darf. Wobei die Elektroloks hier von der Wutet, glaube ich, auch nicht wahnsinnig schneller sind als wie wir. Thank you.
schallgedämpft sind sie ja schon gut, ne? Das war nicht immer so. Den alten Diesel. Ich meine, das ist jetzt schon krass, ne? Voll elektrifiziert. Und dann machen sie die Strecke dicht. Schon mal, dass ich die Airbrakes falsch aufgesetzt habe. Hat keinen Saft, hab's nicht gemerkt beim Abfahren. Und dann wollte ich bremsen. Und dann war nichts mit Bremsen. Das Einzige, was bremst hat, war die Lok, aber das war viel zu schwach. Schauen wir doch mal ganz kurz hier raus. Wo ist der Abstellbereich hier? Klein war das hier nicht. Dann schaut sich mal da das ganze Gleisfeld an. Ehre. Dann gib mal Schmackis. K-Ansicht. Einmal drückst du zu. Und meine Mittelansicht. Ah ja, Hammer. Was, ich bleibe jetzt einmal ein bisschen hier stehen, da sieht man ein bisschen mehr. Es gibt ja auch die Variante von der, beziehungsweise V-Skin, wo hier die Antenne ist, von, ich glaube vom GSMA ist es, und die wackelt immer, wenn man Gas gibt. Oh, eine Drehscheibe. Sind halt die Details. Also hier war definitiv auch mal was. Jetzt da weiter. Da geht's weiter. Also das wäre dann hier wieder reinkommen, so wie es aussieht. Und weiter den Berglauf hier. Oh, ein bisschen gute Beobachtung. Man sieht, schaut euch mal das an, wie ausgebaut das war. Nicht, Güterverkehr gab es ohne Ende. Naja. Aber eben, sie sind jetzt gerade wieder am Überlegen, ob sie es nicht wieder eröffnen. Oder zumindest teilweise. Weil der Need wäre da. Das wäre es ja. Zumachen und dann wieder aufmachen. Also der Sound von den Träge, Entschuldigung, von den Drehgestellen haben es echt gut gemacht. In der alten Fassung von den alten Coaches hier. Wenn wir mal nach hinten gehen. Entsprechend gut ist auch der Bremssound, wenn man mal hinten ist. Klackert dann auch immer wieder. Wir haben ja jetzt noch dieses neues Wagonpack rausgepackt, beziehungsweise Soundpack, wo es dann teilweise auch so ein Flat Tire drin hat, wo du dann entsprechend dieses Pumpen immer wieder hörst. Ja, jetzt sollte man nach vorne schauen wegen dem Signal. Alles gut. Da
Heretics 11 oder 12 für das Spiel. Aber ich glaube nicht, dass sie das jemals machen werden. Ihr müsst mir beide noch Feedback geben, ob ihr eigentlich diese Raildriver-Cam haben wollt. Oder nicht. Weil jetzt habe ich sie zum Beispiel gerade wieder aus. Aber ich kann die natürlich durchgehend anmachen. Wenn euch das gefällt. Also ich denke zumindest in den Livestreams werde ich mal anmachen. Also ein bisschen mehr zu gucken. Was kann man denn hier eigentlich so alles? Was für ein Kompressor. Vakuum. Moment, Vakuum? Haben wir nicht umgestellt? Doch, wir haben auf Vakuum umgestellt. Oh, war doch Vakuum. Ah, jetzt sehe ich es hier nicht mehr. Ich glaube, das war hier. Ja, doch, Vakuum. War mal kurz unsicher. Soundpart. Eine der ganz wenigen Bugs im Train Simulator. Warte mal, sind die Tail-Lags jetzt da echt an gewesen? Schau ich nochmal. Ja, die waren an. Okay, na, nachdem auch die Frontlichter so dimm sind, dachte ich, das wäre normal. Und wenn sie an wären, wären sie eigentlich heller. Entschuldigung, habe ich übersehen. Jetzt da gerade gemerkt. Nein, nein, nein. Einmal mit Profis fahren. Man köpfe mich bitte nicht. Gibt schon mal einen Notenabzug. Aber abgesehen von einmal ganz kurz zurückrollen und die Lichter falsch, ist da nicht viel passiert. Hat schon Schlimmeres. Viel Schlimmeres, gerade wenn wir an die ECML-Tour denken. Schon der nächste Bahnhof, der nicht mehr angefahren wird. Also vom Soundlevel her will ich es auch authentisch lassen. Ich mache das nicht leiser. Ja, wenn du direkt bei der Lok stehst, dann ist es halt laut. So, das sieht nach dem nächsten Siding aus hier. Naja, da geht's irgendwo anders hin. Doch ein Siding, ein aufgelassenes Siding. Ja, das sieht so aus. Ich glaube, das war mal mitten im Nirgendwo. Hier vorne wieder reingehen? Nö, die hören da auf. Was noch ein paar Überbleibsel hier. Wir werden vermutlich dann hier so wieder reinkommen. Vermute ich mal. Aber trotzdem, hier ist doch gar nichts. Müssen das vielleicht mal hier irgendwo im Berg werden war. Naja. Ist irgendwie traurig, wenn man so Bereiche von der Strecke sieht, die verwahrlost werden. Andererseits auch spannend zum Anschauen. Wenn man sich dann vorstellt, was da
wie das alles abgegangen ist. Ich habe keine Fensteraussicht, ne? Nö. Der Bahnhof. Noch ein bisschen grün hier. Und ab in den Tunnel. Ja, ist eigentlich eine ganz entspannte Fahrt. Ich glaube, mit einer Class 40 werden wir hier schnell unterwegs. Dann doch ein paar mehr PS unterm Arsch. Aber die Class 40 hätte ich dann eher für Güterzüge eingesetzt, als wie jetzt dafür so ein. Ja, wobei, es sind doch ein paar Coaches da hinten drin. Wäre jetzt auf alle Fälle nicht so eine schlechte Wahl gewesen, aber gut. Class 47 hat es ja viel mehr geben, als wir die 40s. Und ich dachte eigentlich, die Class 47, also die Class 40 ist ein direkter Nachfolger von der 37. Einfach halt mit fetter Motor hinten drin. Also sie schauen ja auch optisch ziemlich ähnlich aus. Class 40 ist halt länger. Aber dem ist gar nicht so. Das ist ganz eine eigene Entwicklung. Also immer klar haben sie sicher Ähnlichkeiten. Aber die Class 47 war angeblich nicht die Basis. Da gab es noch einen Prototypen für die 40. Das glaube ich war diese 1001 Maschine da, die weiß nicht die eigene Nummer, mir fällt es gerade nicht ein, weil sie sind gerade dabei, die nachzubauen. Also diesen Prototypen. Und dann ist die Class 40 entstanden. Ich glaube, wir sind jetzt am höchsten Punkt. Glaube ich. Geht's mir schon langsam wieder runter. Kann ich dich jetzt rollen lassen? Ja, sieht so aus. Schau mal, langer Tunnel. Das ist schon der große Woodhead-Tunnel. Wie gesagt, ich bin jetzt echt schon länger nicht mehr gefahren. Die beste Streckenkenntnis von der Woodhead-Line habe ich jetzt auch nicht. Ist es, oder? Doch, das ist bei der Kante Tunnel, das sind die alten. Das war der große Tunnel. Ja, ich glaube, ich sollte mal bremsen. Also wenig. Ich frage mich eigentlich da, wie da das richtige Bremsen in echt wäre. Ich meine, ich habe da keine elektrische Bremse, mit der ich bremsen kann. Ich muss effektiv physisch bremsen. Und dann sagst du, bremst halt immer wieder mal ein bisschen runter, machst wieder rollen. Für eine gewisse Zeit, bis du wieder auf der Hauptgeschwindigkeit bist, bremst wieder. Aber da kannst du ja nicht die ganze Zeit drin lassen. Weil die brennt dir ja weg. Ich meine, da geht es jetzt ja, weil es jetzt nicht so steil nach unten geht. Du kannst jetzt immer wieder abkühlen. Aber wenn es mal so richtig steil runter geht, na klar, brauchst du dann entsprechende Klassifizierung. Und dann kann ich mir vorstellen, okay, wenn es richtig steil ist, dann brauchst du eine Elektrobremse. Aber wie lang kannst du eigentlich, oh Gott, bei so einer Geschwindigkeit,
die Bremse anzogen lassen, bevor sie die Wirkung verliert. Weil sie dir wegbrennt. Der Mai dachte, war jetzt irgendwie immer ein bisschen runterbremsen, sanft, rollen lassen, wieder bremsen, wieder rollen lassen und so weiter. Schöner See. Also ich habe mal ein Video angeschaut, wo er die Strecken abgeht. Von allein. Es ist so mega schön. Da kann der Spider Motor jetzt aus, ne? Naja, schaut, dass nicht so viel Traffic da ist. Boah, haben sie noch 10 Meilen. Ich habe noch ein paar geile Szenarien mit der Class 411, mit richtig viel AI-Traffic, so wie es in echt wäre. Aber die stockt, gerade am Hauptbahnhof. Das kann ich euch nicht antun, dass ihr euch das anschaut, das ist echt nicht schön. Ich hoffe, mit dem neuen Rechner ist es dann besser und läuft dann flüssig. Und da werde ich auf alle Fälle einen Test machen. Und wenn es das tut, werde ich da definitiv eins dieser Szenarien spielen, weil das schaut so geil aus im Internet. Da richtig was los ist, auf der Strecke. Macht halt gleich viel mehr Spaß zum Fahren. Da ist ja gut, ich bremse schon. Da waren definitiv auch mal Ausweichgleise. Oder beziehungsweise Verlad hier von der Fabrik. Inklusive am Bahnsteig. Der sieht aber noch benutzt aus. Oh, Wahnsinn! Erste gelbe Signal. Ah, da glaube ich, manchmal so ein bisschen in die Eisen gehen. Misch. Ach, stimmt, ich glaube, da hat es doch gar kein ABS gegeben von dem Trigger her. Müssen wir da jetzt auf einen anderen Zug warten, oder
wird das jetzt? Jetzt aber hier nicht nach links, oder? Oh, da wird schon abgebaut. Da links ist ein Eisenbahnmuseum. Da gibt es noch eine kleine S-Bahn-Strecke weiter. Wenn es das ist, wo ich es gerade glaube. Gibt mir ein Szenario, wo es da reingeht. Schau an. Tatsächlich ein rotes Signal. Dann schauen wir mal ganz kurz. Da ist abgebaut worden. Mein zweites Gleis. Ah, hier kommt ein Zug vermutlich vom Signal her. Das war hier mal zweigleisig. Und hier hinten. Ja, da ist ein Bahnübergang. Hier, genau. Hier ist jetzt ein Eisenbahnmuseum, glaube ich. Oh, was kommt uns da besuchen? Oh, ein Emu, ein alter. Die sind auch cool zum Fahren. Ach, der macht den Wechsel hier rein. Ach, wie schön. Ich glaube, von denen ist auch keiner mehr fahrfähig. Also heute meine ich. Die waren aber schon relativ modern ausgestattet. Na klar. Die größten Schönheiten. Aber da hat es Schlimmeres geben. Und wir dürfen jetzt auch wieder fahren. Servus. Ich wollte einfach mal einen kleinen Sneak Peek da reinmachen. Nice. Das ja, schaut doch gar nicht so schlecht aus hier drin. Abfahrt bei dir? Ja. Flotte Abfahrt. So, wir gehen springen mal wieder in unsere Lok hier. Dass hier die nächste Überraschung gibt. So, Abstellbereich hier. Und hier war es mal. Habt ihr gewusst, dass von der Class 08 auch so eine Art Doppeltraktion mal gegeben hat? Das war auch eine eigene Subclass. Dann haben wir zwei Class 8 stand da zusammengesetzt. Haben bei dem einen die Führerkabine weggenommen, sodass du es von der ersten steuern kannst, damit er doppelt so viel Power hat. Das sieht ziemlich schräg aus, müssen wir dann auch googeln. Wäre noch kleiner halt vermutlich für die Leute, die hier arbeiten und so. Oder Lokführer, die von hier wegfahren. Ups, ich hab nicht auf die Geschwindigkeit geguckt. Wir dürfen aber eh gleich schneller fahren. Ich glaube, hier ist einfach auf der Wutet ziemlich viel Kohle transportiert worden. Wie jetzt? Oh, scheiße. Nochmal gelb. Oh, scheiße. Da bremse ich nicht mehr.
oder? Doch. Ich dachte gerade, das kriege ich nicht mehr on time hin. Ja, jetzt wird es ja glatt noch spannend, wenn wir da nach Kite Beach fahren. Ich dachte, das wäre so locker flockig durchfahren. Ja, jo. Bisschen zu früh. Ja, wie steht's denn hier zur Class 47? Ist das auch so einer eurer Lieblinge? Oder eine ganz andere? Also darf natürlich auch. Wir beschränken es jetzt mal nur auf England. Wir lassen uns mal die deutschen, Schweizer, österreichischen Loks jetzt mal weg. Oder Triebwagen. Schreiben wir nur aufs Englische. Habt ihr da einen Favorit? Kein Signal hier. Shit! Ich glaube, wir folgen da echt einem. Nein, bitte bleib mir davor stehen. Jedes Mal, wenn ich so ein Scenic View mache, sag's euch. Bisschen zu früh. Bremsen sind doch giftiger. Ich dachte. Ja, ich glaube, jetzt sind wir bei der Durchschnittsbenotung 2 minus. Nächstes Signal eigentlich auch wiederholt. Der halt sieht irgendwie neuer aus.
da kommt was Großes auf uns zu. Ui. Großer Verlad hier, oder? Da ist ein bisschen was los. Mal runter vom Gas. Wahnsinn! Riesenanlage. Riesenbahnhof. Also verhältnismäßig. Bisschen auf gelb. Jetzt vermutlich zu der Fabrik hier. Gelb. Ja, dann können wir ein bisschen schneller fahren. Schön, schön, schön. Schauen, ob wir jetzt nochmal Doppelgelb kriegen. Das sieht gut aus. Sieht man wieder nichts. Ach, jetzt ist es wieder grün. Ihr wisst doch auch nicht, was ihr wollt. Kann doch unmöglich schneller sein, der vor uns. Außer es irgendwo auf der Seite weg. Auch gleich da. Einmal blicken. Und ein Bahnhof. Nicht elektrifiziert. War schon wirklich schon ein paar, den sie nicht mehr genutzt haben. Rechts oben bei Sano. Also die Gleisanlagen von Wuthead sind echt enorm. Steht auch ein bisschen was rum da unten. Also bei den Vakuumbremsen braucht es auf alle Fälle ein bisschen, bis die wirklich anfangen zu wirken. So, Ladies and Gentlemen, wir erreichen Guide Bridge auf Bahnsteig 2. Endstation, bitte. Was, wir jetzt dürfen da nicht reinfahren? Warum nicht? Hä?
Oh, das ist ein Postwagen. Rest Parcels. Weil ist das jetzt. Jetzt sind wir auf seiner Note 3, ne? Schon wieder verbremst. Ist da gar nicht einzeichnet. Ah, doch, da. A45. Warum lasst du uns da nicht rein? Hier! Oh, was bist du für so ein Mensch, wie geht dir der Herd fehlt? Ich bin mir jetzt unsicher. Aber ich habe gerade die Glocke gehört. Gehen wir mal ein bisschen nach vor. Doch, das Signal ist richtig. Ich möchte, dass es aber nicht einzeichnet ist. Also, nicht bis normalerweise aussehen wird mit einem Strich. Moin, Kollege! Oh. Chaosfahrer, los geht's! Nein, nein, nein. Ah, das muss noch besser werden. Zeigt's weiter geradeaus. Er muss ja, ne? Nachdem es ein Fußballzug ist, schauen danach vermutlich die Wagen ganz toll aus. Ich glaube, den kannst du direkt in die Reparatur reinschicken. Der Zug ist viel zu lang für den Bahnsteig. Vakuumbremsen. Aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, dass sie so spät einsetzen. Und wir haben überschossen. Ja, jetzt sind wir bei einer 3 minus. Aber schaut euch den mal hinten an. Das ist ja 3 Wagenlängen zu lang hier. Bin da auf einer Weiche drauf. Good work! Any other second man may be relieved here onwards. I run to Liverpool via Manchester. Achso, der wäre ja, gut, der fährt noch weiter. Okay. Ja, hat Spaß gemacht. Aber mit der Vakuumbremse muss ich auf alle Fälle, also mindestens auf Armstrong Power austeilen mit denen, ein bisschen üben, dass die so spät einsetzen und unterschiedlich greifen. Weil ganz am Anfang greifen das Gefühl gar nicht und dann kommt es auf einmal. Muss ich auf alle Fälle noch ein paar Fahrten machen. Oh ja, so halt realistischer. Gefällt mir. Ja, Leute, hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, wie immer Chaos Drive, aber nicht ganz so schlimm. Und ja, lasst einen Kommentar da und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn dann hier auf dem Kanal.